Ein Speer war doch nicht dabei, ne? Fire Pit Torch, nee, nee, nee. Also, pullen wir es schon? Ja, okay. Das müsste eigentlich gehen, auch wenn es ein bisschen laggt. Hier müssen wir einfach nur langsamer vorgehen. Da vorne ist schon wieder der Rammer. Und ich weiß nicht, ob ich den diesmal mit dem Schild abwehren könnte. Ist natürlich mal ein Versuch wert. Wir nehmen mal das Holz hier. Jetzt tragen es mal kurz darüber. So, und ich glaube nicht, dass das für ein Speer reicht. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Spear. Und das müsste eigentlich mit dem Schild gehen. Und nein, ist was anderes. Aber vielleicht kann ich es halt kombinieren. Ich kann ja einen Fast Switch machen. Will er, nimmt er den Speer zum. Okay, den nimmt er auf jeden Fall zum Pieksen. Das heißt, mit dem will ich mich nicht unbedingt anlegen. Ich werde auf jeden Fall mit einem Schild rumlaufen diesmal. Ich bin also jetzt ein Nahkämpfer. Und ein Schild in der Hand ist immer gut. Und wenn was kommt, direkt erstmal hinter verstecken. Auch gut, dass es so breit ist, ungefähr wie wir, damit ich mich hinter Pfeilen verstecken kann. War das ja eigentlich Server, wo ich gesagt hatte, dass einer Level 115 war? Das heißt ja, hier müsste ich ein bisschen Zeit verbringen können. Ja, ja, hier war nachts gewesen. Es leckt nur ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. Ich brauche unbedingt aber Fleisch. Das heißt, ich muss einen Dino töten. Ich hätte mit Holz Traps bauen müssen. Okay, warte einen Moment. Das hat sich nicht angehört wie ein starker Dino. Ich komme aus dieser Richtung. Ich höre ihn. Jetzt ist er relativ nah. Ich muss. Okay, okay. Wenn wir den sehen. Das ist er gewesen. Die sind relativ schwach. Aber die rennen sofort weg. Da müsste ich auf jeden Fall ein Fernkampfwerkzeug für haben. Und für den Bogen brauche ich aber leider Stein und Holz. Ich glaube nicht, dass das nur aus Holz ging. Und ja, mit dem Bogen wäre die einzige Möglichkeit, gerade so einen Dino zu jagen, der direkt wegläuft. Deswegen versuchen wir das Ganze einfach mal hier. Zack, ablegen. Okay, 4 Schläge für ein Holz. Dann einmal E drücken, einmal linke Maus. Und hier bauen sich Leute einen Stamm auf und einer wurde schon abgelehnt. Von dem Stammeshäuptling. Ich werde Häuptling schnelle Sohle sein. Ich werde einfach immer in Bewegung bleiben. So, und wie groß ist meine Kiste jetzt? Ja, 10 Stück, das müsste reichen. Pull ich jetzt ein bisschen hier zum Stein. So, damit ich nicht so weit laufen muss. Auch 4-mal für Stein ablegen. 20 Stück können insgesamt rein. Und ablegen. Und ich glaube, für den Bogen brauchen wir 4. Ja, jetzt wird es dunkel. Ich brauche. Ah, Boot 3. So, wir haben alle Sachen noch. Waffenmäßig bin ich equipped. Das Schild zum Blocken, sehr wichtig. Diesmal, wenn er kommt, der Schubser, der mich jetzt in allen Parts schon immer geraped hat. Jetzt soll er mal durch das Schild kommen. Ich wette, es geht mit einem kaputt. Nur wo haben die ihren Stamm schon aufgebaut? Wie groß ist die Welt? Aus dieser Richtung kam ein Dinosaurierschrei. Leider muss ich unbedingt wen töten, da ich Nahrung brauche und ich bin Fleischfresser. Da haben wir was. Treffer. Treffer. Hinterher. Wo ist das verletzte Wild? Es ist despawned. So eine Frechheit. Nein, da hinten rennt's. Komm schon.
Lass mich nicht im Stich. Keine Ausdauer mehr. Ah, da ist er. Treffer. Komm, Treffer. Ja, ich hab's erlegt. Nimm das Holz doch nicht. Jawohl. Ja. Ich hab Fleisch. Jetzt willst du mir bestimmt... Zwei Fleisch? Ich brauche mehr Holz für ein Fire Pit. Ah, aber ich hab Fleisch. Ich hab's erlegt. Vier Pfeile hat's gebraucht. Und davon habe ich ja zwei Schüsse, glaube ich, verfehlt. Sondern jetzt brauchen wir für ein Fire Pit erstmal Holz. Und dann noch ein bisschen Stein. Glaube ich. Für ein Fire Pit. Mal reinschauen. Arrows könnte ich noch nachbauen. Eine Torch brauche ich auch nicht. Nehmen wir mal. Ja, machen wir mal hier. Damit wir auch noch vielleicht Arrows machen können. Leider verschwindet immer das ganze Inventar, wenn ich irgendwas baue. Das ist natürlich blöd. Also, wenn ich einen Cage rausbaue und zwar eigentlich mehr als genug habe, dann frage ich mich jetzt, was mit dem Fleisch passiert. Das lagere ich dann einfach extra. Genau so mache ich das einfach. Nicht, dass mein Fleisch dann weg ist, wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe. Aber jetzt brauche ich erstmal einen Stein. Ich werde meine Kiste jetzt nicht. Ach, komm, nein, 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 nein. In die Richtung war das, dann gehen wir hier lang. Nimm meine Kiste mit, Mann. Ich hab Fleisch. Ich hab Fleisch. Ich hab sie erlegt. Ein Künstler. Okay, da in dem Dingen liegt das erstmal. Finde ich einen Stein. Ich finde keinen Stein. Zurück zu meinem Loot. Da gibt's nur eine Küste, oder was? Hier muss es irgendwo drinnen stehen. Ich kann auch nicht mehr rennen. Nicht so unglaublich düster wäre. Ich glaube, ich habe meine Kiste jetzt eh verloren. Ja, irgendein anderer wird sich über das Fleisch freuen. Scheiß Steine muss man immer dabei haben. Ne, jetzt bin ich noch ein bisschen zu weit. Es muss hier in dem Bereich sein. Da. Da ist meine Kiste. Alles klar. So, wir müssen das Ding zum Strand bringen. Wenn ich Fleisch haben will, muss ich leider zum Strand. Damit ich mir eine Feuerstelle bauen kann. Deswegen komm mit. So. Es gibt auch anscheinend Beeren oder so. Deswegen komm jetzt, Kiste. Sehen wir schon Steine? Immer einen Schritt nach dem anderen hier. Es geht nicht so schnell. Wenn man so dicken Loot dabei hat, wie ich, dann muss man hier schon mal vorsichtig sein. Nicht, dass mir eben ein anderes das wegnehmen will. Okay, da habe ich noch was gesehen. Ah. Ein Pfeil nur noch. Ich muss mal so Arrows craften, nachdem ich das Fleisch rausgenommen habe, wohlgemerkt. Ich brauche nämlich neue Pfeile. Und dafür muss ich jetzt aber trotzdem erstmal einen Stein finden, der auch abbaubar ist. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach auf Steinen... Oh, die Kiste hat sogar noch gemacht. Das ist ganz gut. Kommt sie auch hier noch mit? Leider hängt sie wirklich nur weit entfernt dran. Jetzt habe ich aber hier einen Clean Shot. So, das hat ja nichts gewonnen. Deswegen nehmen wir jetzt einmal das Meat, legen das hier ab, nehmen das Meat, legen es hier ab und machen Arrows. Ich habe die Kiste extra noch so groß gelassen, weil ich sie ja wegen dem Fleisch eh ziehen muss. Jetzt hätte ich dann natürlich auch beide Fleischstücke hintereinander tragen können. Jetzt habe ich hier nämlich wieder 10 10 Pfeile und die Kiste muss ich jetzt... Habt ihr das gesehen? Ein Blattschuss. Yes. Pack's auf meinen Beutel. Pack's auf meinen Fleischbeutel. Nein. Nein, nein, nein. Pack es damit rein. Komm, wir ziehen es zu dem anderen. Das ist schon so schwer. Vier Stücke Fleisch, Mann, ey. Boah. Komm, nimm mit den Shit. Hier, hier ist das Fleisch drin. Ne? So, jetzt brauchen wir noch einen Fireplace. Ach, scheiße, irgendeiner will mir mein Fleisch klauen, ne? Meine ganze Beute, die ich habe. Oh Gott, hier ist doch sowieso kein Stein, oder? Ah, ist Stein. Wir haben Stein gefunden. Ich muss aber so weit kommen, dass ich die Kiste von da aus sehen kann. Dann kann ich auch laufen. Ich weiß, dass im Singleplayer, da habt ihr es ja vielleicht im ersten Part bei mir gesehen, da ging das mit der Kiste ganz locker. Das wird ein Serverproblem sein. Also, dass, wenn die Verbindung nicht optimal ist, reißt es halt immer so ab. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Abreißen irgendwo normal ist. Das ist ja auch okay.
Aber eigentlich denke ich mir hier, dass das ja ein größeres Problem mit den Servern ist. Ich muss das eh ablegen da, weil das soll ja auch nicht zusammen sein. Komm jetzt. Nicht abstürzen. Ich bin gerade mitten im Rausch hier. Ich habe zwar noch keinen anderen Spieler umgebracht, aber ich habe schon ein paar Sachen hier gemördert. Zwei Stück. Für den Campfire nehmen wir mal zwei Steine. So. Zack. Und hier kriege ich noch Holz. Da ich das ja ganz einfach runtertragen können müssen, kann ich das auch einfach hier droppen. Das müsste ich eigentlich noch zu der Kiste dahin bekommen. Komm. Komm. Ja. Oh, perfekt. Stone. Stone. Und Stone. Und zack. Und Firepit. Ich mache Fleisch, ich brat mein eigenes Tier. Ein Firepit ist riesengroß, sehe ich grad. Aber daran brat ich's mir. Start Fire. Jetzt nimm mir das Fleisch. Und. Geht das nicht? Bolert mich hier einer? Es geht nicht. Leg's erstmal ab wieder. Stop Fire. Vielleicht muss ich. Kann ich das nur drauf tun, wenn es noch nicht warm ist? Ja! Ja! Seht euch das an, Leute! Hier spießen wir immer eine richtig dicke Party! Nur wir! Viel Fleisch für uns alle! Boah, jetzt sehen die das von unten und denken sich, fuck, hat der es gut, der wird uns sicher nichts mitessen müssen. Noch ich richtig! Hier gibt's nichts und das Schild übertragen, das Schild immer tragen, während mein Fleisch hier knuspert. Ja. Hä? Oh, da unten hat auch einer was liegen gelassen. Ist auch direkt wieder abgehauen. Komm schon, irgendeiner will doch hier mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Nein, die Konsole will ich nichts schreiben. Lass das mal. Mein Fleisch ist durch. Eat small meat. Yeah, Essen ist dadurch weg. Ihr habt das gesehen. Und ich stoppe das Feuer jetzt. Und alles, was hier drauf ist, kann ich nur direkt essen. Ich kann es jetzt nicht mitnehmen. Can't start fire while it's rain. Oh, sehr schön. Takedown heißt, ich würde es kaputt machen. Dann reiß es ab. Ich kann es jetzt wirklich nur essen. Also hätte ich das sparen müssen. Ich mache mal Takedown, damit ihr das auch nochmal seht. Es müsste jetzt eigentlich kaputt gehen. Ich müsste jetzt keine Kiste mit mir rumschleppen, sondern das Ganze müsste jetzt kaputt sein. Und wenn es regnet, müsste ich mich irgendwie unterdachen können, damit ich was essen kann. Denn sonst kann ich das Feuer nicht machen. Also hätte ich das Fleisch lieber roh lassen sollen. Ach, dann hätte ich es ja auch hinter mich herziehen müssen. Klar, eigentlich musst du immer nur genau ums Überleben kämpfen. Ja, hier ist natürlich jetzt nichts übergeblieben, aber so hat auch niemand anderes was davon. Wir ziehen ja jetzt wieder weiter durch den Busch. Und wir schauen einfach mal jetzt, wie weit wir kommen und ob wir was sehen. Erstmal wieder das Shield ziehen. Ne? Wir müssen jetzt zeigen, dass wir equipped sind. Somit habe ich auch noch einen Speer. Der ist für Pflanzenfresser bestimmt geeignet. Da werde ich es auch mal versuchen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich mache immer so eine Stunden-Session. Also, dass ich einfach immer eine Stunde auf dem Server spiele, wenn es so lange ist, kein Hive gibt. Und dann ich einfach mal schaue, was ich so mache. Ist das ein. Boah, seht euch das an. Kriege ich den? Ich glaube, der steht nicht da, wo er sein soll. Hört ihr das? Hier stampft was Fettes durch ihn. Das ist nicht der. Ist noch größer. In die Richtung stampft richtig was. Und der da scheint verbuggt zu sein. Der geht automatisch nach vorne, falls ihr euch da wundert. Da kann ich nichts für. Ich kann maximal aber wirklich so im Kreis pieksen. Also ich habe auch einen Hit confirmed, das hört ihr ja.
Aber ich glaube, das juckt ihn entweder gar nicht oder er ist nicht da. Ich glaube, der ist einfach nur nicht mehr an dieser Stelle. Okay. Soll auch anscheinend Beeren geben, wenn ich da nicht schon 100 Mal dran vorbeigelaufen bin. Bestimmt hier so ein klassischer Beerenbusch oder so. Also Beeren zum Essen. Ein Stein. Pfeile habe ich momentan noch. Laufen durch den Wald. Komm schon, zeigt euch. Irgendein Spieler wird hier doch bald mal rumlaufen. Ich kann wirklich nicht abschätzen, wie groß diese Welt ist. Was ist das hier? Der rote Baum. Ein Erkennungszeichen. Es soll anscheinend schon jemand ein Totem gebaut haben. Wir können das eigentlich auch mal machen. Vielleicht bringt uns das ja wirklich was. Dafür nehme ich am besten den nächsten Stein, den ich finde, weil man braucht immer Stein.